Ja, hallo liebe Trader, Anleger und Investoren. Ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video, in dem ich mir der am häufigsten gestellten Frage stellen möchte. Wie viel Rendite ist tatsächlich seriös? Ich höre immer wieder diese Frage. Sag mal André, ich habe gehört, alles über 10% pro Jahr kann nicht wahr sein oder ist sehr riskant. Stimmt das oder nicht? Wie viel Rendite darf man realistisch an der Börse erwarten, ohne hohe Risiken einzugehen? Genau das möchte ich mir gemeinsam mit dir in diesem Video anschauen. Im August 2020 habe ich in YouTube ein Video veröffentlicht. Ich habe es dir verlinkt, in dem ich die Strategie der Aktienvermieter zeige, die sogenannten Covered Calls. In diesem Video habe ich ein Beispiel gebracht, mit dem ich über 10% Rendite pro Monat bekomme. Ja, ich konnte es mir schon vorstellen und so ist es auch passiert. Ich wurde tatsächlich wortwörtlich mit Vorwürfen überschüttet. Momentaufnahme, man muss ja die Aktie haben und was, wenn die Aktie weggekauft wird? Lass uns vielleicht einen Schritt zurückgehen und mal anschauen, was überhaupt Covered Calls sind. Covered Calls ist eine der einfachsten und sichersten Strategien für regelmäßige und hohe Renditen an der Börse. Laufen folgendermaßen ab: Wir halten unsere Aktien und wir vermieten sie, indem wir Calls veräußern. Einen Call zu verkaufen bedeutet, ein Leistungsversprechen auf Zeit zu übernehmen, und zwar die Aktien, die wir bereits im Depot haben, zum festgelegten Preis zu liefern. Ganz wichtig, durch dieses Leistungsversprechen entsteht kein zusätzliches Risiko und bringt uns aber Renditen von 5% pro Monat und mehr. Mit dieser Strategie sind tatsächlich Renditen von über 100% pro Jahr möglich. Die einen glauben das, die anderen nicht. Und weißt du, während sich die Community über meine Videos aufregte, lief die Zeit weiter. Wir als Stillhalter verdienen am Ticken der Uhr. Zeit ist Geld für Stillhalter. Die Zeit ist verrannt und die verkauften Calls haben weiter an Wert verloren und mir wirklich diese unseriösen Renditen eingebracht. Was soll's? Das Geld ist in meinem Depot, ob du es glaubst oder nicht. Einer der oft gehörten Einwände ist, dass die Aktien dir abgekauft werden, wenn der Aktienkurs steigt und die Optionen ins Geld laufen. Ist das wirklich wahr? Schau mal, das Beispiel mit Win ist über ein halbes Jahr her und ich habe die Aktien immer noch und ich schreibe immer noch Covered Calls. Ich möchte dir hier ein aktuelles Beispiel mit der gleichen Win-Aktie dir zeigen, die ich vor einem halben Jahr in meinem YouTube-Video präsentiert habe. Was du hier siehst, ist diese besprochene Win-Position, an der ich schon seit über einem halben Jahr regelmäßig hohe Renditen bekomme. Du siehst, ich halte diese 100 Aktien, die sind gut im Gewinn, ich habe sie für 80 Dollar erworben, ja, und ich verkaufe regelmäßig Covered Calls gegen die Aktien. Was du siehst, dass dieser Call, über den wir gerade reden, der ist zwar 700 Dollar im Gewinn, das heißt, ich habe schon einen richtig großen aufgelaufenen Gewinn realisiert, aber dieser Call ist im Geld und wenn ich jetzt nicht aktiv werde, dann wird mir diese Aktie abgekauft. Ist das ein Problem, wenn ich die Aktie für 80 erworben habe und sie mir für 105 abgekauft wird? Überhaupt nicht. Ich kann selber die Entscheidung treffen. Und wenn ich für mich die Entscheidung treffe, dass ich die Aktie weiterhalten will, dann gehe ich einfach in die Verlängerung und lasse mich für die nächste Laufzeit als Stillhalter bezahlen. So, schau dir das einfach mal an. Hier ist der Chart und was du siehst, der verkaufte Call, der 105er Strike, ist tatsächlich im Geld. Ich habe dir hier eine Linie eingezeichnet, damit du das deutlicher siehst, dass ja, momentan diese Aktie im Geld ist. Und übrigens die gesamte Laufzeit dieses Calls. Das bedeutet also, trotzdem, dass die Aktie im Geld ist, wurde sie mir nicht ausgebucht, sondern erst am Verfallstermin entscheidet sich das. Und ich entscheide selber, ob ich in die Verlängerung gehen will oder ob ich mir die Aktie mit Gewinn ausbuchen lassen. Damit mir die Aktie am Verfallstermin nicht ausgebucht wird, mache ich eine einfache Sache. Ich gehe in die Verlängerung. Du siehst hier den Preis des Calls, der gerade ausgelaufen ist. Ja, und auf der anderen Seite siehst du, dass der gleiche Strike tatsächlich einen höheren Zeitwert für eine längere Laufzeit aufweist. Du siehst hier, wie ich das Ganze in meinem Depot mache. Ich klicke einfach auf die Option, die ich verlängern will und es gibt sogar einen Button, der Verlängerung heißt. Ich brauche nur ganz minimales handwerkliches Können, um diese Verlängerung
auszuführen. Was ich jetzt gerade mache, ich kaufe als allererstes die verkaufte Option zurück und realisiere meinen aufgelaufenen Gewinn von über $800. Damit habe ich die Aktie befreit, ich habe die Option zurückgekauft und habe damit meinen aufgelaufenen Gewinn realisiert. Der zweite Schritt, den ich in diesem Schritt mache, ist letztendlich einen neuen Call zu veräußern. Die Laufzeit, die jetzt ausläuft, hat noch einen Wert von 1,74 und die Option, die ich verkaufe, hat wieder einen Wert von $800. Das bedeutet, mit dieser Verlängerung erreiche ich Folgendes. Ich kaufe meine Option zurück, realisiere den Gewinn und verkaufe einen neuen Call und realisiere weitere $800 für mein Depot. Der Unterschied zwischen diesen beiden Preisen ist meine Einnahme. Nochmal, die Aktie ist ins Geld gelaufen, gar kein Problem. Das bedeutet nicht, dass mir die Aktie ausgebucht wird oder dass ich mein Spiel der Stillhalter nicht weiter treiben kann. Ich habe jetzt diese Optionsverlängerung in meiner Handelsmaske eingegeben und du siehst, dass ich für diese Verlängerung einen Credit bekomme, ja, von knapp $630. Ich kann mit dem Markt ein bisschen feilschen, aber das wird die Prämie sein, die ich dafür bekomme, dass ich in die Verlängerung gehe. Monat für Monat, Monat für Monat. Unabhängig davon, ob der Call ins Geld läuft oder nicht. Ich realisiere hier $662 dadurch, dass ich diese Verlängerung, das sogenannte Rollen von Optionen, ausübe. Ich nehme auf der einen Seite die aufgelaufenen Gewinne mit, befreie meine Aktie und realisiere einen höheren Credit in Höhe von $600. Hier ist die Order-Abrechnung. Wir haben gerade diese Option verkauft. Ja, und hier siehst du auch den Gewinn, den wir durch diese Verlängerung realisiert haben. $644.71 für eine neue Laufzeit von nächsten 4 Wochen. Und das Monat für Monat. Immer wieder und immer wieder. Obwohl diese Optionen sehr, sehr oft ins Geld gelaufen sind, trotzdem wurden mir die Aktien nicht ausgebucht. Warum? Nun, es gibt einen ganz einfachen Grund dafür. Und der Grund ist der Zeitwert von Optionen. Jede Option besitzt einen Zeitwert. Und dieser Zeitwert wird verloren gehen, wenn eine Option ausgeübt wird. So dass es wirtschaftlich immer besser ist, die Option vor dem Verfall zu verkaufen. Genau deswegen rufe ich dir zu, wenn du Optionen erwirbst, übe niemals deine Optionen aus. Halte sie niemals über den Verfall, du schädigst dir selber. Sondern viel besser ist es, deine Positionen zu schließen, um deine aufgelaufenen Gewinne mitzunehmen und ja, nicht dem Zeitwertverfall ausgesetzt zu sein. Das ist die Sicht der Optionskäufer. Und wenn wir das verstehen, dann verstehen wir auch, warum uns als Stillhalter die Aktien niemals abgekauft werden. Wirklich niemand, der Optionen versteht, übt seine Positionen vorzeitig aus. Und genau deswegen sind auch die Aktien gar nicht weg, nur weil der Call im Geld ist. Die Vorgehensweise ist super einfach. Sei ganz entspannt. Stillhalter kommt vom Stillhalten. Warte bis zum Verfallstermin und schaue dir an, was am Verfallstermin passieren wird. Und wenn die Option immer noch im Geld ist, dann kannst du sie rollen. Wir haben das gerade im Beispiel gesehen. Du kaufst die verfallende Option zurück. Die wird nicht ausgeübt, auch dann, wenn sie im Geld ist. Und du verkaufst eine länger laufende für eine höhere Einnahme. Damit gehst du in die Verlängerung und dafür wirst du auch noch bezahlt. Der Verkauf von Covered Calls bedeutet, die Aktien zu halten und regelmäßig Calls auf die Aktie zu veräußern. Wir bekommen Renditen, egal ob die Aktie steigt, fällt oder seitwärts läuft. Und wir bekommen diesen Cashflow, ohne die Aktien zu verkaufen. Wir suchen uns die besten Aktien aus und lassen uns das Halten dieser Aktien fürstlich bezahlen. Mit Dividenden und, was viel geiler ist, mit den Credits aus den Covered Calls, die uns erlauben, eine monatliche Rendite von 5% oder mehr zu erhalten. Mit dieser Strategie nehmen wir die Rolle der Bank ein. Ganz richtig, du wirst deine eigene Bank und du wirst mit dieser Strategie zum
zum Emittenten. Vielleicht hast du den Spruch gehört, das Haus gewinnt immer. Nun, das ist für diese Strategie richtiger denn je. Wenn du mehr wissen willst, wenn du wissen willst, wie du als Stillhalter hohes und regelmäßiges Einkommen mit genau diesen Strategien bekommst, dann lade ich dich ganz herzlich ein, Gast bei meiner Webinarreihe Geheimnisse der Stillhalter dabei zu sein. Du findest den Link unter diesem Video, melde dich einfach an, es ist 100% kostenfrei und erfahre, wie Stillhalter hohe und regelmäßige Renditen bekommen. Wenn du dem Nullzins entkommen willst, dann kannst du mit diesem System sicher und einfach zweistellige Renditen bekommen. Ich zeige dir in dieser Webinarreihe das gesamte System, das Millionen von Anlegern an der Börse finanziellen Erfolg, ja sogar finanzielle Freiheit bringt. Schritt für Schritt zeige ich die gesamte Strategie in insgesamt 5 Webinaren auf. Ich zeige dir auch, wie Stillhalter die Wahrscheinlichkeiten zu ihren Gunsten umdrehen, um sicher und rentabel an der Börse zu investieren. Und wenn du finanziellen Erfolg mit einem einfachen System erreichen möchtest, dann bist du bei der kommenden Webinarreihe Geheimnisse der Stillhalter ganz genau richtig. Melde dich einfach an und finde heraus, warum du als Vermieter von Aktien ein Vielfaches davon bekommen kannst, was ein Immobilienbesitzer überhaupt sich erträumen kann. Die einzige Voraussetzung dafür ist, und das hat Benjamin Franklin schon vor mehreren hundert Jahren ausformuliert, eine Investition in Wissen bringt die besten Zinsen. Wenn du mehr wissen willst, dann melde dich einfach an zu meinem kostenfreien Webinar Geheimnisse der Stillhalter. Ich wünsche dir maximalen Erfolg an der Börse. Lasse dir keinen Quatsch einreden. Ich weiß, da sind so viele Halbwahrheiten da draußen. Wenn ich mir die Kommentare zu meinen Videos manchmal durchlese, dann wird mir richtig schlecht. Dabei ist das Prinzip doch so einfach. Kaufe Aktien, wenn sie steigen und verkaufe, wenn sie fallen. Verdiene Geld mit System, am allerbesten mit dem System der Stillhalter und informiere dich im kommenden Webinar absolut kostenfrei. Bilde dir deine eigene Meinung und entscheide für dich, ob diese Strategie für dich die richtige ist oder nicht. Mein Name ist Andrei Anissimov von der Trader IQ und seit über 10 Jahren schule ich Investoren in den Strategien der Stillhalter. Viele werden damit finanziell unabhängig. Mein lieber Freund, wenn dir dieses Video gefällt, freue ich mich auf einen Like, ich freue mich auf einen Kommentar, ich wünsche dir maximalen Erfolg an der Börse. Hier war Andrei Anissimov, bis bald.